Moin Leute! Im Winter macht Autofahren keinen richtigen Spaß. Und bei E-Autos, da sinkt auch noch die Reichweite. Abends zeigt das Auto noch 111 Kilometer an, am nächsten Morgen nur noch 82. Was kann man dagegen tun? Hier ein paar Tipps für mehr Reichweite im Winter. Erstens, Batterie vorkonditionieren. Wenn die Batterie morgens über eure Wallbox schon auf ihre Wohlfühltemperatur gewärmt ist, dann braucht sie weniger Energie zum Warmwerden, wenn ihr losfahrt. Zweitens, Auto vorklimatisieren. Hängt das Auto nachts an der Wallbox, dann klimatisiert den Innenraum vor. Das spart Heizenergie aus dem Akku, ergo mehr Reichweite. Drittens, Sitzheizung einschalten. Sitz- und Lenkradheizung sind effizienter als den ganzen Innenraum zu heizen. Temperatur also etwas niedriger und auf Umluft stellen. Sitzheizung dafür an. Viertens, Geschwindigkeit runter. Auf der Autobahn ist im Winter der Luftwiderstand um 7-10% höher. Also fahrt besser 120 statt 130. Damit kommt ihr automatisch viel weiter. Fünftens, Kurzstrecken vermeiden. Kurzstrecken erhöhen den Verbrauch um 10-30% und verkürzen damit die Reichweite drastisch. Und zuletzt noch ein Pro-Tipp. Direkt nach der Fahrt aufladen und nicht erst am nächsten Morgen. Das spart Ladeverluste, weil der Akku noch warm ist. Erhöht zwar nicht die Reichweite, schont aber euren Geldbeutel. Habt ihr noch mehr Tipps für mehr Reichweite? Dann schreibt sie in die Kommentare. Das war Move Electric in einer Minute. Bis zum nächsten Mal. Ciao!